Ja, guten Tag allerseits. Wieder mal willkommen bei den Rechnernetzen. Ich habe letztes Mal über Dienstegüte-Parameter gesprochen. Ich habe da auch einen meiner Lieblingssprüche, die Sache mit dem Durchsatz, abgelassen und länger besprochen. Ich bin dann, nachdem wir über da gewesen sind, was wir überhaupt zur Klassifikation von Diensten benutzen kann, also welche Parameter. Danach habe ich dann angefangen mit der Güte des Versprechens, wenn Sie so wollen, also mit der Güte des Versprechens, der Dienstegüte. Und da waren wir zuerst bei dem Best Effort, und das kennen wir irgendwie alle aus den lokalen Netzwerken, aus dem Internet. Naja, garantiert ist da gar nichts, denn wenn es heißt, das Ethernet macht ein Gigabit, eigentlich müsste man sowieso darüber sprechen, wie viele Ethernet-Frames man übertragen kann, beziehungsweise wie lange man warten muss nach dem Abschicken vom Ethernet-Frame, bis man den nächsten schicken kann. Also diese lokalen Netzwerke und auch das Internet sowie die Provider sind, die machen etwas, das nennt sich Best Effort. Was eigentlich bedeutet, dass wir überhaupt keine Zusicherungen haben, sondern wir nur auf gewisse Dienstegüte hoffen dürfen. Sagen wir mal, hoffen mit halbwegs Aussicht, dass es auch klappt. Und selbstverständlich kann das natürlich auch schwanken, die Dienstegüte, die wir da kriegen. Und von null bis zum Maximum, was man sich da vorstellen kann. Nun ist es aber so, dass an der Benutzungsschnittstelle, also da, wo die User davor sitzen und einen Dienst verwenden, da manifestiert sich ja die Dienstegüte. Die manifestiert sich in Form von, wir hatten das vor ein paar Folien auch noch kurz besprochen, manifestiert sich eben im Sinne von Programmabstürzen oder dass es kracht und knackt beim Telefonieren oder dass das Round-Trip-Delay ewig lang ist oder dass die Bilder ruckeln bzw. die Bildrate zu niedrig ist. Über zu hohe Bildrate, über das Fehlen von Ruckeln, über das Fehlen von Bitfehlern und Paketfehlern, da beschwert sich natürlich keiner. Also wenn wir wieder hierhin zurückgehen, die Medien, Video, Audio, Text, Files, eine Distribution oder sowas, das bestimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Interaktivität, also wie schnell das antworten soll, der Webserver auf der anderen Seite oder wie die Interaktivität beim Telefonieren ist, das bestimmt die minimalen Anforderungen. Ne? Und alles, was unter diesem Minimum ist, das ist unzureichend. Und dann gefällt dem Benutzer auch der Dienst nicht, dann wird er nicht akzeptiert. Und auf der anderen Seite gibt es dann diesen Bereich, den habe ich jetzt hier mal grün gemalt. Aus der Perspektive des Users ist der grün, da wird zu viel angeboten, das man eigentlich gar nicht braucht. Und dazwischen ist so ein Bereich, in dem ist die Dienstegüte akzeptabel. Vielleicht hier unten geht es gerade so und hier geht es schön. Aus der Sicht des Providers, wenn wir das hier nochmal jetzt beide in die Zeichnung hineinnimmt, also den Diensteerbringer und den Konsumenten, dann ist hier die Dienstegüte zu schlecht, weil wir hier das Grüne, das ist die Marke der erforderlichen Dienstegüte, damit der Dienst überhaupt akzeptabel ist. Und dann gibt es so einen Bereich der akzeptablen Dienstegüte und hier ist das, was wir uns eigentlich wünschen, hier diese Obergrenze. Mehr benutzen wir dann auch gar nicht. Also mehr als diese Obergrenze wollen wir gar nicht verwenden.
Also dann ist die Dienstgüte in Anführungszeichen zu gut. Das stört den Benutzer, naja, allenfalls indirekt. Komme ich gleich noch drauf. Für den Provider, das ist hier unten der, den ich blau gemalt habe, da ist diese Dienstgüte, die für den User erforderlich ist, bindend. Ich meine, das muss er mindestens machen, um den Benutzer glücklich zu kriegen. Entweder, dass er nicht in ein paar Wochen kündigt oder den Vertrag bei sowas wie Best Effort oder was das wirklich vertraglich vereinbart hat, wie viel denn da geliefert wird. Über die anderen Semantiken hier zu diesem Thema, es gibt ja drei im Wesentlichen, muss ich gleich noch was sagen. Und dann gibt es hier das Maximum. Ja, das ist das, was der Kunde haben möchte und das, was der Provider maximal erbringen sollte. Denn alles darüber kostet ihn Geld. Beziehungsweise kostet ihn Ressourcen, die er vielleicht auch anderweitig verwenden könnte. Und hier zwischendrin, das ist der Bereich, in dem beide mehr oder weniger glücklich sind. Diesen Grenzwert, den ich hier eingetragen habe, das ist ein eher, sagen wir mal, ein technischer Grenzwert, den man für den Regelkreis braucht. Wenn der Provider sieht, dass die Dienstgüte, die er anbietet, beziehungsweise wenn der Kunde auch misst, also die messen, die stellen fest, die Dienstgüte sinkt ab, ne? Und wenn die immer weniger wird und immer weniger über so einen Grenzwert, unter so einen Grenzwert sinkt, die Dienstgüte, da muss was unternommen werden, damit wir nicht hier hineinkommen und die bindende Dienstgüte unterschreiten. Also dieser Grenzwert, naja, das ist das, also eine Regelkenngröße, ne? Wenn es kleiner wird als das, muss man jetzt mal was unternehmen. Und wenn es größer wird als das, sollte der Provider wahrscheinlich auch was unternehmen, um sein Netz zu schützen, vernünftig auszulasten und so weiter. Also das sind die Sicht der beiden Vertragsteilnehmer. Formulieren wir das mal so. Zum Best Effort habe ich schon was gesagt. Da hat man eigentlich keine Garantien. Und das Einzige, was man machen kann, man kann sich einen anderen Provider suchen. Es gibt aber auch eine andere Semantik, zwei Stück, die ich hier präsentieren möchte. Die eine Semantik ist die garantierte Dienstgüte. Da gibt es einen Vertrag und da verspricht der Provider Dienstgüteparameter. So ein Minimum und ein Maximum. Wobei die nicht unbedingt auseinanderliegen müssen. Man kann auch, es gibt auch Dienste, da wird eben genau spezifiziert, man hat so viel 1000 Bytes pro Sekunde. Beziehungsweise alle 125 Mikrosekunden kann man ein neues Byte abliefern. Die ISDN-Telefonie, das ist sowas. Bei der ISDN-Telefonie im Sprachkanal, dann haben Sie von Ihrem Gerät aus zu dem anderen, mit dem Sie telefonieren, diese 8 Kilobyte pro Sekunde, 64 Kilobit, und die haben Sie garantiert, das passiert durch die Vermittlungstechnik da. Und in der anderen Richtung, ja, also für Sie, für das, was Sie schicken, haben Sie 64 Kilobit, und in der anderen Richtung von Ihrem Kommunikationspartner zu Ihnen, dann gibt es auch 64 Kilobit. Im ISDN ist man einfach fest. Und wenn Sie weniger benutzen, und das habe ich hier versucht mit diesen weißen Bereichen zu zeichnen, oder wenn der weniger benutzt, dann geht es eben verloren. Benutzt es kein anderer. Diese garantierte Dienstgüte, die man im ISDN erlebt, die ist eigentlich schön. Da gibt es auch im ISDN noch weitere Spezifikationen, wie das sein muss, also auch der Roundtrip-Delay zu Ihnen wieder zurück. Bei Festnetztelefonie, sagen wir mal in Deutschland, ist auch festgelegt und es gibt auch eine Fehlerrate, Fehlerwahrscheinlichkeit, die festgelegt ist und die das Netz einhalten muss. Und darauf, wenn Sie sich mit denen, naja, beim Unterschreiben von Ihrem Vertrag für den Telefonanschluss in Anführungszeichen vertraglich geeinigt. Das Dumme ist, die Dienstgüte, wenn sie garantiert ist, die ist dann auch sehr zuverlässig. Ne? Der Dienst, der
funktioniert einfach so, wie er ist, außer in katastrophalen Fällen. Wenn irgendein Telefonmast umkippt oder ihr Telefon kaputt geht oder eine Vermittlung kaputt geht oder der Bagger die Leitung abbeißt. Solche Art von Dienstegüte machen übrigens Provider untereinander auch aus. Die kaufen einfach einen gewissen Durchsatz und einen gewissen Jitter und Roundtrip-Delay, eine gewisse Fehlerrate, und weil die sozusagen mächtige Nachfragemöglichkeiten haben, ne? Die kaufen eben dann große Kontingente, dann kann man das, dann wird das verhandelt und auch garantiert. Das geht, diese garantierte Dienstegüte, geht natürlich von einer in gewissem Sinne pessimistischen Annahme des Systemverhaltens aus, denn da wird wirklich reserviert. Und das führt auch zu einer Überreservierung. Wenn man sich den Sprachkanal im Telefonsystem ansieht, na, das können Sie in Ihrer eigenen Erfahrung auch feststellen, in den seltensten Fällen sprechen in der Telefonverbindung die beiden Enden gleichzeitig. Da leidet auch das Verständnis natürlich. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass der Telefonkanal diese insgesamt 128 Kilobit, also in der einen Richtung, in der anderen Richtung, dass das nur zu 45% wirklich ausgelastet ist. Und das ist auch intuitiv klar, ne? Sie sind am Telefon und sagen was, und dann machen Sie eine kurze Pause und dann redet der andere was. Und dann gibt es wieder eine kurze Pause und dann redet der andere was. Und manchmal überlegt auch jemand, die Leute schweigen sich auch schon mal einen Augenblick lang an. Also 45% Auslastung ist eine ganz, ganz plausible Zahl. Das bedeutet aber natürlich auch, dass in der restlichen Zeit, die restlichen 55%, dass da Bits übertragen werden, die für Schweigen stehen. Nicht ganz, man muss immer sich auch noch daran erinnern, dass das natürlich schon ein bisschen rauscht und der gerade was erzählt, merkt so unterschwellig, dass es rauscht, und an dem Rauschen dran, daraus leitet er ab, dass die andere Seite noch da ist, ne? So aus Hintergrundgeräuschen beim Telefonieren im Zimmer und so weiter. Ich habe ja schon mal erzählt, wenn Sie jemanden am Telefon wirklich ärgern wollen, müssen Sie einfach das Mikrofon lange zuhalten und nichts sagen. Und der fängt dann an so, bist du noch da, bist du noch da? Okay, und dann erzählt er weiter und 20, 30 Sekunden später, bist du noch da? Wenn Sie es ausprobieren, dann entschuldigen Sie sich hinterher, beziehungsweise sagen, ich hätte Sie angestiftet. Also, ganz verloren ist das nicht, aber man könnte es vielleicht auch anders regeln, dass dieses Rauschen übertragen wird. Wir haben es ja am Beispiel GSM diskutiert. Diese Überreservierung führt natürlich dazu, dass man sich denkt, das ist aber nicht gut. Das wollen wir vielleicht nicht. Wir wollen ein bisschen sparsamer mit unseren Ressourcen umgehen, und dann könnten wir zum Beispiel versuchen, die angeforderte Dienstegüte, die wird sowieso nur stochastisch ausgenutzt. Wir schicken ja auch, wenn wir eine Internetverbindung haben, nicht ständig Pakete, sondern nur manchmal was, ne? Upstream, vielleicht mal eine URL und dann auch eine Bestätigung und noch eine Bestätigung, und Downstream kommt mal ein Bild und eine Webseite und dann lesen wir das und dann kommt auch wieder nichts. Ne? Also wir fordern zwar eine Dienstegüte an, aber die benutzen wir auch nicht die ganze Zeit voll. Außer natürlich, wir sind irgendwie so Falschhörer oder sowas. Die nutzen ja ihren, wenn sie es intensiv betreiben, ihren Anschluss die ganze Zeit voll aus. Bei der statistischen Dienstegüte versucht also der Provider, den Kanal ein bisschen kleiner zu machen und hofft darauf, dass diese beiden Datenströme nicht kollidieren. Und das klappt auch hier ganz gut, ne? Nur hier an dieser Stelle, da klappt es mal nicht. Und das Rot soll symbolisieren, dass da eine Kollision hat und dass da die Dienstegüte dann kurzzeitig mal absinkt.
Der Unterschied von statistischer Dienstegüte zu Best Effort, der ist, dass bei der statistischen Dienstegüte wird eine Grenze angegeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Dienstegüte, die man verspricht, auch eingehalten wird. Und auch das kann man natürlich vereinbaren, dann müssen beide messen und wenn Sie eine Leitung bestellen mit einer Dienstegüte X und das sind 1% der Fälle, wird die nicht erfüllt, liegt die Dienstegüte unter X, dann ist das vielleicht noch okay, aber wenn sie in 50% der Fälle unter dem X liegt, dann ist gegen den Vertrag verstoßen. Das ist eigentlich ein Aufweichen von dieser garantierten Dienstegüte. Im Telefonsystem gibt es das übrigens beim Verbindungsmanagement, also im klassischen Telefonsystem. Da steht, zumindest war es so, dass da reguliert war, wie häufig denn es passieren darf oder mit welcher Wahrscheinlichkeit es passieren darf, dass so eine Verbindung, so eine Telefonverbindung nicht zustande kommen darf. Das habe ich hier geschrieben. Verbindungsmanagement im Telefonsystem. Das war bei den Voice-over-IP-Sachen, über die ich ja zu einem späteren Zeitpunkt in der Vorlesung noch ordentlich meckern werde, da ist das nicht mehr so. Aber beim klassischen ISDN-Telefon, da gibt es durchaus eine angegebene Wahrscheinlichkeit, mit der so ein Verbindungsaufbau zumindest end-to-end durchgeschaltet werden soll. Und es ist ja auch so, dass wenn man im Festnetz ISDN telefoniert, dann kommt eine Verbindung deshalb nicht zustande, weil der andere gerade nicht da ist oder weil es besetzt ist. Aber einen Pfad durchs Netzwerk findet man eigentlich immer in dem Augenblick, wo es einen Klingelton an der anderen Seite, wo Sie den hören, ist auch eingehalten. Dienstegütemanagement, im Netz müssen Sie natürlich als Provider sicherstellen, dass Sie sowas wie eine erforderliche Dienstegüte, die Sie entweder fest versprochen haben oder statistisch versprochen haben, dass das auch eingehalten wird. Und da muss man ein bisschen was managen. Wenn es irgendwelche Ressourcen gibt, die knapp werden, dann muss man schauen, dass man Ressourcen dazu besorgt. Allerdings ist es schon auch eine schwierige Aufgabe. Einerseits müssen wir überwachen, nicht mal die Messung ist ganz einfach. Und dann, es gibt natürlich auch viele weitere Zustände, es kann sein, dass dass irgendwelche Ressourcen ausfallen, meine Leitung kaputt ist, eine Vermittlung kaputt ist oder sonst was, oder ein Teil in der Vermittlung kaputt ist oder gewartet werden muss und so weiter. Und dann muss man andere Ressourcen besorgen, zum Beispiel auch Telefonanrufe in einen anderen Weg lenken. Sagen wir mal, es ist die große Leitung zwischen hier und Chemnitz, da ist der Bagger vorbeigekommen. Bis das repariert ist, dauert es ein paar Tage. Dann müssen die Telefonanrufe eben vielleicht über Dresden und Leipzig umgelenkt werden. Das ist ein Fall von Netzwerkmanagement. Und in den Netzwerkmanagement-Centern gibt es natürlich so Überwachungsfunktionen, die gucken, ob die Leitungen noch gehen. Und wenn eine kaputt ist, dann wird umgeleitet. Was Sie mitnehmen sollten, ist die Best-Effort-Dienstegüte, die statistische Dienstegüte, die garantierte Dienstegüte, vielleicht auch noch ein paar Beispiele jeweils dafür. Ich habe hier auf einer Folie noch so mal aufgeschrieben, quantitativ, was man denn so brauchen für Dienste, für Audiokommunikation, für Video, Text, Grafik und Bilder. Und was ich da jeweils aufgeschrieben habe, ist beim Audio insbesondere den Durchsatz und die Verzögerung. Die Verzögerung habe ich deshalb aufgeschrieben, weil es ja meistens bei Audio oder ganz viel bei Audio um Telefonie geht. Also bei dem Durchsatz habe ich mir aufgeschrieben, 16 Kilobit braucht man schon. Das ist Telefonie komprimiert mit dem ADPCM. G721 oder G722 ist das, je nach Qualität. Also mit ADPCM kann man dieses Frequenzband von 300 bis 3400 Hertz so komprimieren, dass
die Sprachqualität, möchte ich betonen, richtig gut ist. Und dann kann man das mit 16 Kilobit übertragen. Wenn wir Musikgenuss haben wollen, dann müssen wir ein bisschen höheren Durchsatz anstreben, sowas wie 192 Kilobit. Naja, mit moderneren Verfahren tut es auch, sagen wir, 128 Kilobit oder so. Um Musik, naja, in schöner, guter Qualität zu übertragen, so wie wir es vergleichbar von der CD hören. Die übrigens eine Datenrate von 1,5 Megabit hat. Bei den Fehlern habe ich mal hingeschrieben, 10 hoch minus 2 Pakete, kleiner als 10 hoch minus 2 Pakete. Wenn wir also hingehen und unsere ein Byte, das wir übertragen beim Telefonieren, als Paket betrachten, das wären also 1/8000 Sekunde, dann stört es uns nicht, wenn pro Sekunde ein paar Byte verloren gehen. Das hören wir wahrscheinlich kaum. Andererseits, richtig verloren gehen tun die ja gerade im ISDN oder beim Audioübertragung nicht oder bei der Mobiltelefonie. Die werden höchstens gestört im Sinne von, dass das Bit umgeklappt ist. Übrigens, man geht davon aus, wenn man Audio jetzt paketisiert übertragen würde, dass man im Internet mit Paketverlustraten von 10 hoch minus 1 fertig werden muss, formulieren wir es mal so. Es ist häufig besser, aber es ist ja eben nur Best Effort, also sollte man auf so eine Größenordnung hier von 10 hoch minus 1 oder maximal 10 hoch minus 2 konstruieren. Also für Audio würde die angenommene schlechte Internetqualität schon gar nicht mehr reichen. Und jeder, der Skype telefoniert, weiß ja, wovon wir da sprechen. Also müsste man das irgendwie besser managen, bessere Dienstgüter zusammenkriegen, gerade für Telefonie. Und die Verzögerung bei der Telefonie, die sollte, damit man anständig telefonieren kann, die Umlaufverzögerung kleiner als 200 Millisekunden sein. Wenn es höher ist als 200 Millisekunden, zum Beispiel bei so einer Telefonverbindung, die beim Satellit geschaltet wird, dann klappt es schon nicht richtig mit dem Telefonieren, da fällt man sich die ganze Zeit ins Wort. Wenn Sie im Fernsehen so das Interview mit irgendeinem Reporter auf irgendeinem Katastrophen-, Krisen-, Kriegsschauplatz sich anschauen in den Nachrichten, dann merkt man das übrigens, ne? Dann hat man so eine Telefonverbindung, meistens über Satellit geschaltet, und die gehen damit sehr vorsichtig um. Also der im Studio fragt dann was, dann wartet er, und jeder sitzt vor seinem Bildschirm und guckt zu und wundert sich, warum sagt der andere da, der da in Afghanistan oder sonst wo ist, warum sagt der nichts? Ja, das kommt daher, weil das erstmal zum Satelliten hochgeht, vielleicht noch irgendwo in der Umlaufbahn zwischen Satelliten übertragen wird, dann geht es runter zu dem und dann antwortet der und dann geht es hoch und rüber und wieder runter. Also der versteht erst die Frage ein paar hundert Millisekunden später und dann antwortet er, und die Antwort kommt auch bei uns dann nochmal entsprechend ein paar hundert Millisekunden später an, sodass dann auch mal ein Roundtrip von einer Sekunde oder sowas zustande kommt. Wenn wir daran denken, wenn wir zu einem geostationären Satelliten hoch müssen, wieder runter, wieder rauf und wieder runter, da ist eine halbe Sekunde weg. Also das ist Minimum bei Satellitentelefonie. Zumindest bei dieser Form von Satellitentelefonie über Inmarsat oder sonst was. Also es ist eigentlich im Gegensatz dazu. Und bei der Verzögerung, bei der Umlaufverzögerung möchte man eigentlich gerne weniger als 200 Millisekunden haben. Zum Thema Video. Kommt darauf an, was man möchte. Ich habe hier auch mal 200 Millisekunden Verzögerung eingetragen. Erstens Umlaufverzögerung. Erstens will man ja vielleicht wie die Telefonie veranstalten. Und auch das kennen Sie beim Skype, ne? Sie sagen zu dem am anderen Ende,
soll noch mal ein bisschen nach links gehen oder so ähnlich. Und dann denkt sie, warum macht er das nicht, warum macht er das nicht? Und irgendwann eine Sekunde später oder so ähnlich geht er nach links, aber viel zu weit, ne, und sie sagen Stopp. Und also, das ist ja eher nervig. Eigentlich möchte man also eine kürzere Verzögerung haben, aber das ist nicht einfach. Für solche interaktiven Dienste ist 200 Millisekunden schon eigentlich das Minimum. Aber auch wenn man so einen Broadcast-Dienst hat, möchte man eigentlich zumindest, dass die Verzögerung zu den Kunden uniform ist, also gleichmäßig ist. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber irgendwann war Fußball-Europameisterschaft oder sowas ähnliches und ich wohnte da in diesem Wohnpark Chantilly und da war also so eine Abendsübertragung. Ich habe es jetzt mal nicht angeguckt, aber man hat so schön gehört, wie die einen jubelten schon und die anderen noch nicht und haben erst dann später gejubelt, ne, wenn ein Tor gefallen ist oder gestöhnt. Das kommt daher, weil eben nicht überall die Verzögerung gleich war. Manche haben direktes Fernsehen gehabt, manche haben irgendwie Internetfernsehen geguckt und so weiter. Also manche haben Kabelfernsehen gehabt. Die Fehler auch wieder beim Video. Eigentlich möchten wir weniger als 10 hoch minus 2 Pakete verlieren beim Video, wenn das Video unkomprimiert kommt. Wenn es komprimiert kommt, dann brauchen wir was ganz anderes. Dann dürfen wir eigentlich nichts mehr verlieren. Denn in dem Augenblick, wo Sie in einem komprimierten Strom ein Paket verlieren, bedeutet das bei solchen Verfahren wie MPEG, dass Sie dann eine halbe Sekunde lang diesen Fehler sehen. Und dass hinten dran auch noch die nächsten paar Pakete kaputt gehen, weil die eigentlich was bräuchten, was in dem ersten da steht. In dem verlorenen da steht. Also, da wollen wir dann ganz andere Paketverlust dran, das 10 hoch minus 11, das habe ich mal aus der Literatur rausgesucht, das ist vielleicht ein bisschen brutal, aber in der Größenordnung von 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 6 möchte man auf jeden Fall sein. Denn sonst, bei komprimiertem Video, wirken sich die Fehler ganz stark aus, weil es da eben Bezüge im Datenstrom gibt, die es bei unkomprimierten nicht gibt. Für den Durchsatz, so 1,5 Megabit, gibt es so ein Bild, ich habe mal hier mal geschrieben, Videorekorder komprimiert, das gilt fürs MPEG 1. Man kann auch mit 1,5 Megabit vernünftig noch sowas wie Fernsehqualität machen mit einem MPEG 4 oder mit einem H264. Kommt auf die Inhalte an, da darf sich nicht allzu viel bewegen im Bild. Also bei einer Nachrichtensendung kann man schon auf 1,5 Megabit komprimieren. Fernsehen unkomprimiert in Standard-TV-Qualität produziert 140 Megabit. Das ist schon ganz schön viel. Mit sowas wie H264 kann man HD-Video auf 10 Megabit oder sowas komprimieren. Das ist schon noch eine ganze Menge. Eine ganze Menge Daten, die da übertragen werden. Schafft auch nicht jede DSL-Leitung, die man so hat. Und was noch dazu kommt natürlich, wenn alle übers Internet Video gucken und diese 10 Megabit 10 Millionen Mal übertragen werden müssen im Netz, dann haben wir auch ein Problem. Nicht mehr bei den Leitungen den letzten Kilometer, die letzten 2 Kilometer, aber dann im Netzwerk natürlich. Also braucht man schon auch irgendwie andere Techniken, aber das wollen wir hier nicht besprechen. Wir kommen eigentlich nochmal drauf zurück beim Multicast. Das nächste, Text fürs Chatten oder wenn wir eine HTML-Seite angucken, was können wir da als Fehler akzeptieren? Zum Beispiel so in der Größenordnung von kleiner als minus 10 hoch minus 3 falsche, kaputte oder verlorene Buchstaben. Das merken Sie auch, wenn man eine Zeitung liest oder ein Buch liest, da gibt es schon mal einen Druckfehler. Heutzutage ist es zwar wahrscheinlicher, dass einfach nur ein Wort da steht, was nicht reinpasst, weil der Spelling-Checker zugeschlagen hat oder gleich ein ganzes Wort fehlt oder ein Artikel oder ein Verbum oder sowas fehlt. Da muss ich immer noch mein Lieblingsbeispiel zitieren.
das hier. Kennen Sie den? Für mich ist das irgendwie der Fisch des Jahres 2005. Ein Wal ist zwar kein Fisch, aber okay. Das Intervall, das habe ich in einer Bachelorarbeit gefunden. Der hat Intervall gemeint. Hat aber dann wahrscheinlich Intervall mit W und Doppel-L buchstabiert oder sowas. Oder mit V-A-L, kein Doppel-L hinten dran. Und dann kam der Spelling-Checker und hat gedacht, das ist was für ein Wort, was ist denn das Nächste, was ich kenne? Der Intervall, ein neues Lebewesen. Also in der Arbeit, ich war nicht gerade so richtig überrascht von dem da, weil auf den 10 Seiten, die es vorher hatte, insgesamt hat das Ding nur so 20, auf den 10 Seiten vorher war auch schon kein Satz wirklich sauber durchkonstruiert und jede Menge schräge Formulierungen. Aber das war irgendwie schon das, was mir hängen geblieben ist, der Intervall. Also vorsichtig sein mit dem Spelling-Checker. Die machen manchmal schon was anderes, als man sich erwartet. Aber an dem Intervall sieht man auch gut im Zusammenhang, Sprache hat eben viel Redundanz, ist mir schon klar geworden, was der wirklich meinte, eben das Intervall. Und ich wüsste ja sogar, wie man es schreibt. Wir können schon mal, wenn unter 1000 Buchstaben ein kaputter ist oder zwei kaputte sind oder fehlen, das macht eigentlich nichts, selbst wenn ein ganzes Wort kaputt ist, ne? Wenn aus dem Hans Hand geworden ist oder sowas, ist es auch kein Problem. Den Durchsatz, da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert in der Literatur, für so interaktive Dienste, fürs Chatten oder sowas oder auch fürs Websurfen, da tun es auch sowas in der Größenordnung von 14 Kilobit oder so. Ja, dann bauen sich die Seiten nicht so rasend schnell auf, wenn es nur Text ist, aber es geht schon. Bei Grafik, unkomprimierter Grafik kann man auch schon mal einen Fehler akzeptieren. Auch wieder 10 hoch minus 3 habe ich da hingeschrieben und beim Durchsatz so 28 Kilobit oder sowas ähnliches. Wenn es so Line Art gibt, ne, oder hier ist sowas da, so ein Kasten hier außen rum oder solche Arten von Grafik. Grafik im Gegensatz zu Bildern. Wenn die Bilder unkomprimiert übertragen werden, akzeptieren wir eine ganze Menge kaputte Bits und Bytes. Na, dann ist da halt mal ein Pixel, was schwarz ist statt blau. Das stört auch nicht so sehr. Man sehen Sie auch bei irgendwelchen LCD-Monitoren, die Sie kaufen, wenn die ein paar Pixelfehler haben. Das regt dann als Käufer zwar erstmal wahnsinnig auf, aber wenn man dann tatsächlich das benutzt oder damit spielt, dann merkt man es gar nicht mehr nach einer Zeit. Also ein paar Bitfehler beim unkomprimierten Bild stören Sie nicht. Bei einem komprimierten Bild stören Sie natürlich sehr, denn in dem Augenblick, wo ein Bit kaputt ist bei was Komprimierten, kann man häufig die nächsten paar tausend Bytes vergessen, bis der Decoder wieder aufsetzen kann. Bis der Dekompressor wieder aufsetzen kann. Durchsatz, so 64 Kilobit wird eigentlich schon reichen, wenn man nur JPEG-Bilder hat, Websurfen mit Text und Fotos und ein bisschen Grafik, da würde uns wirklich 64 Kilobit reichen. Ich habe auch in der Vergangenheit das benutzt. Sie vielleicht auch, haben Sie es vielleicht auch mal gesehen, als Sie noch jünger waren. Es geht schon, allerdings was nicht mehr geht, ist Flash-Videos oder YouTube gucken oder sowas mit 64 Kilobit. Wenn man seine Mobildatenrate, das Gigabyte oder die 2 Gigabyte oder die 300 Megabyte, die man pro Monat hat, versoffen hat oder aufgebraucht hat, dann werden sie auch auf 64 Kilobit reduziert beim Flash, wenn irgendwelche Flashes und sonst was in den Webseiten drin sind, nervt das ganz schön. Oder dicke JavaScript-Programme, aber so für eine normale Webseite tut es schon auch noch irgendwie. Für eine normale. Also es ist so, ein bisschen zum Vergleich, was wir uns als Dienstegüte gerne wünschen bei verschiedenen Medien. An dieser Stelle hier, ich gehe nochmal zurück, an dieser Stelle habe ich gesagt, Management im Netzwerk schwierig, man muss eben überwachen und was man nicht haben will, ist sowas hier. Das ist also so eine gemeinsam genutzte Ressource
zwischenzeitlich zu wenig davon zur Verfügung steht, hier dieses rote Dreieck. Was macht man? Nun, man muss sich für solche gemeinsam genutzten Ressourcen, für Leitungen, Vermittlung und so weiter, die man also im Multiplex benutzt, den Begriff Multiplex haben wir schon in der technischen Informatik diskutiert, da muss man sich überlegen, am besten abschätzen, modellieren, simulieren, ob denn diese eine Ressource, die man hat, ob die für die vielen Verbindungen, die es da gibt, die angebotene Last von vielen Teilnehmern, ob die ausreicht, diese Ressource. Auch unter ungünstigen Bedingungen ausreicht. Klassische Beispiel, haben die Versorger, also Elektrizitätswerke, Wasserwerke oder sowas ähnliches, wenn bei einer großen Sportveranstaltung, Olympia oder sowas, oder bei einem Fußballspiel mal Pause ist, ne, dann gehen die Elektrizitätsversorger davon aus, dass dann der Stromverbrauch sprungartig ansteigt, weil die Leute irgendwo hingehen, das Licht anmachen, Kühlschrank aufmachen und so weiter. Und die Wasserwerke haben dasselbe Problem. Und die müssen sich dann natürlich davor wappnen, dass also in der Pause beim Fußballspiel der Wasserdruck nicht allzu sehr absinkt. Im Normalbetrieb wird eben nicht so viel Wasser angefordert, beziehungsweise die Anforderungen, die verteilen sich stochastisch über den Tag. Und durch sowas wie eine Pause bei der Sportveranstaltung, beim Fußballspiel, wird das eben gebündelt auf diese 15, 20 Minuten, dann sind eben das Ereignis Wasserverlangen oder Strom nicht mehr unabhängig voneinander. Wir haben im Wesentlichen zwei Multiplex-Schemata. Das eine ist, dass wir so einen festen Multiplex haben. Erst der grüne, dann der gelbe, dann der blaue, dann wieder grün, gelb, blau, grün, gelb, blau. Blau, das ist zum Beispiel bei Telefonsystemen so. Wenn wir so ein festes Multiplex-Schema haben, verschwenden wir eigentlich wieder Ressourcen. Beziehungsweise, ob der Blaue das nun jetzt braucht oder nicht, es ist für ihn etwas reserviert hier. Und wir können das nicht anderweitig allozieren. Weil das hier so reihum geht und hier mal Daten holt, hier, um das dann hier zu übertragen. Beim statistischen Multiplex, da haben wir eine gemeinsame Ressource und wenn der hier Last anbietet und der hier keine, dann wird die übertragen und dann schaut sich der Multiplexer wieder an, wer hat denn hier Last? Und hier hat zum Beispiel der Grüne, der hat also jetzt dann sagen wir mal drei Pakete, die gehen auch dann gleich hintereinander. Der Gelbe muss ein bisschen warten, wir brauchen also hier einen richtigen Puffer, im Gegensatz zu hier, da brauchen wir vielleicht keinen Puffer. Also hier brauchen wir einen richtigen Puffer und dann kommt der Blaue wieder, der hat sich vielleicht auch schon hier angestaut in dem Multiplexer und so weiter. Irgendwann haben wir natürlich hier auch das Problem, dass der Puffer mal überläuft. Ja, wenn die hier zusammen mehr Last anbieten, dauerhaft mehr Last anbieten, als hier übertragen werden kann, dann läuft der Puffer über und es kommt zu unangenehmen Effekten. Und die wollen wir ja gerade managen. Wir wollen ja gerade nicht, dass die unangenehmen Effekte so häufig passieren. Wir wollen nicht, dass die Leute ständig nicht telefonieren können. Beim Mobiltelefon kennen Sie das vielleicht. Ne? Ans Stauende auf der Autobahn hinfahren, Mobiltelefon rausziehen, weil man sagen will, dass man zu spät kommt. Und es geht nicht, man kriegt kein Netz oder sowas. Weil die anderen auch schon die schlaue Idee hatten, zu Hause anzurufen. Oder am Flugplatz, ne? Das ist auch so ein Beispiel, ne? Wenn gerade ein paar Flugzeuge ausgeladen werden, dann kann man auch schon mal nicht telefonieren. Also sowas hier im Telefonsystem, Call Attempts im Internet, wenn viel los ist, dass viele Pakete verloren gehen oder auch im lokalen Netzwerk.
Wobei lokale Netzwerke, Ethernets heutzutage meistens so drastisch überdimensioniert sind, dass sowas nicht passiert. Überdimensionierung ist übrigens gerade der Punkt. Ne? Überdimensionierung passt hier zu Überreservierung. Das Ethernet ist bloß, unsere lokalen Netzwerke sind bloß billig genug geworden, dass man einfach Overprovisioning betreibt. Ich habe hier, um das Problem noch ein wenig zu verdeutlichen, eine interessante Statistik angegeben. Im amerikanischen Telefonsystem, ich glaube es war AT&T, im Festnetz von AT&T, haben die in diesem Zeitraum hier, 1992 bis 1994, 2 Jahre lang Statistik betrieben. Und aufgeschrieben die Fehleranzahlen. Also zum Beispiel gab es hier knapp 1/4 aller Fehler, die auftraten, waren Bedienfehler. Dass jemand ein Gerät falsch benutzt hat oder so ähnlich, bei der Wartung oder so. Dass beim irgendwelche Teile nicht ausgewechselt wurden, sind auch nochmal 25% hier ungefähr. Hier haben wir, dass Hardware kaputt gegangen ist, überraschend kaputt gegangen ist, so 20%. Katastrophen, Erdbeben, Blitz, Sturm und so weiter, Telefonmast umgelegt, 10%. Softwarefehlerchen, Software abgestürzt, ne? Blue Screen oder sowas. Und hier in der Größenordnung von, ich weiß es nicht, 8% oder so, nicht was Überlast. Das ist also zu viel Last angeboten worden ist für das Netzwerk. Das ist die Anzahl Fehler. Und hier rechts ist, wie viele Benutzerminuten dadurch verloren gegangen sind. Benutzerminuten heißt, das ist Zeit, für die die Telefongesellschaft nicht abkassieren kann. Im Wesentlichen. In den Zeiten vor der Flatrate war das echt das Problem für so Telefondienste. Heutzutage mit all diesen Flatrates ist das kein so ein schwerwiegendes Problem mehr, die kriegen auch trotzdem das Geld, ne? Bei der Flatrate. Und das Interessante ist, dass diese paar Prozent Überlast zu fast 50% verlorene Minuten geführt hat. Da waren da übrigens kaum was, Wartungsfehler, Bedienfehler auch nicht so viel. Die Katastrophen eigentlich schon wieder mehr, ne? Also Überlast und Katastrophen führt zu vielen ausgefallenen Benutzerminuten. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kann man das Netzwerk gestalten, dass insbesondere hier dieser Teil Überlast nicht passiert, beziehungsweise wie kann man das Netzwerk so managen, dass weniger diese Überlastsituation weniger passiert. Managen heißt immer, zusätzliche Leitungen kurzfristig schalten, anmieten, wenn der Fehler aufgetreten ist, oder auch einfach Kapazität vorhalten und sich überlegen, was kostet diese Kapazität und was kosten die verloren gegangenen Benutzerminuten. Dazu muss man solche Multiplex-Effekte abschätzen können. Also sich überlegen, wie häufig passiert es denn, dass in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern auf einmal 10.000 gleichzeitig zum Telefon rennen? Wie wahrscheinlich ist das? Wenn wir mal annehmen, die organisieren da keinen Flashmob, um das Telefonsystem kaputt zu kriegen. Also unabhängig. Wie unabhängig sind diese Ereignisse, dass die zum Telefon greifen? Ich meine, Silvester kennen Sie selber. Da braucht auch eine SMS schon mal 6-7 Stunden, ne? Weil alle auf die schlaue Idee kommen, da so eine zu schicken. Also man muss einerseits die Einzelströme kennen, und beim klassischen Telefonieren sind das 64 Kilobit konstant, aber bei IP-Telefonie, da schwankt das natürlich immer mal so ein bisschen, mal weniger, mal mehr. Manchmal lässt sich es auch besser komprimieren, das Audio oder das Video. Also Eigenschaften der Einzelströme kennenlernen. Und wie können die denn zeitlich kombiniert werden? Was erwartet uns denn da im schlechtesten Fall? Oder auch, was machen wir, wenn nachts die Leute kaum telefonieren? Was machen wir dann mit unserer vielen Kapazität? Können wir die vielleicht, wenn wir sehen, dass wir da 70% unserer
Bits im Backbone frei haben, können wir die irgendwie anderweitig vermieten. Was einem da einfällt, sind das irgendwie als für Backups von Rechenzentren vermieten oder sowas. Die Deutsche Bundespost Telekom, die hatte früher mal die raffinierte Idee, den Mondscheintarif einzuführen. Ab 10 Uhr abends war es dann, kostete das Telefon, das Ferngespräch dann in Deutschland nicht mehr 2 Mark die Minute, sondern nur noch 20 Pfennig die Minute oder so ähnlich. Das hat natürlich dazu geführt, dass pünktlich um 10 Uhr man nicht mehr telefonieren konnte, ne, weil alle dann zum Telefon rannten. Es ging eigentlich erst wieder ab 11 Uhr. Und das ist genau sowas, wenn man so zusätzliche künstliche Randbedingungen einführt, das Fußballspiel oder so ein Tarifierungsmodell, ne, dass es plötzlich ab 18 Uhr oder ab 22 Uhr billiger wird, dann hat man eben keine zufällige zeitliche Kombination der Kommunikationsvorgänge mehr, sondern dann sind die plötzlich korreliert. Ne? Und dafür muss man seine Ressourcen auch entsprechend anlegen. Und das führt uns zur Warteschlangentheorie. Fangen wir mal an, ja, mit einem einfachen Beispiel. Das ist auch schon ein bisschen älter. Das ist die Telefonie, und zwar das Blockierverhalten von Telefonanlagen, also leitungsgeschalteten Vermittlungen. Da müssen wir zwei Dinge betrachten. Einmal die Ankunftsrate, wie häufig wird denn in dem System telefoniert? Nehmen wir mal die Vermittlung von der Universität oder sowas. Da gibt es, ein paar hundert oder noch mehr oder vielleicht auch 1000 Telefone, die hier in der Telefonnebenstellenanlage der Universität rumstehen. Und man muss irgendeine Annahme machen, wie häufig greift denn so ein Mitarbeiter zum Telefon? Wie häufig pro Stunde greift er zum Telefon? Dann hat man so eine Wahrscheinlichkeit, dass er mal versucht zu telefonieren. Das nennen wir jetzt mal Ankunftsrate. Dasselbe gilt auch für die Schlange im Supermarkt natürlich. Ja, wie ist denn die Ankunftsrate der Leute, die abkassiert werden wollen? Und dann gibt es die Nachrichtenlänge, kann man auch Bediendauer, Bearbeitungsdauer nennen. Wie lang ist das durchschnittliche Telefonat? Wie lang dauert es durchschnittlich, bis so ein Kunde im Supermarkt abkassiert ist? Ja, und ja, das Supermarktbeispiel, wenn Sie da anschauen, wie denn die Ankunftsrate ist, wie viele Leute da vorbeikommen, um abkassiert zu werden, wie lange das dauert, dann können Sie sich ausrechnen, wie viele Kassen Sie brauchen, wie viele Kassen Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt besetzt haben müssen und wie häufig Sie wirklich alle Kassen besetzen müssen. Im Verhältnis zur Warteschlangenlänge. Und manche Supermärkte haben ja auch sowas wie eine garantierte Dienstegüte, ne? Wenn es länger dauert als so und so viele Minuten, dann kriegen Sie dann einen Rabatt oder es kostet nichts oder sonst was. Oder Sie kriegen einen Gutschein. Also Nachrichtenlänge, Bedienzeit und Ankunftsrate sind die Parameter bei so einem Telefonsystem. Und am Beispiel Telefonsystem möchte ich das hier ja diskutieren. Und jetzt nehmen wir eine negative Exponentialverteilung an, für beide. Warum negative Exponentialverteilung? Nur weil wir die gut kennen erstmal. Und weil die für solche Dinge auch ganz typisch ist oder halbwegs typisch ist. Also zum Beispiel die Länge eines Telefonates, klassisch, heutzutage ist im Zeitalter der Flatrate ist vielleicht anders, aber so in so einem gemessenen Dienst, wo man auch für die Minute bezahlt, da ist das typisch 3 Minuten im Schnitt. Klar, es gibt Telefonate, die werden aufgebaut und dann sagt einem der an der anderen Seite, nö, ich kaufe nichts oder kannst du nicht mal was anderes anrufen, ich habe gerade was zu tun. Und dann sind die auch nach 20 Sekunden wieder zu Ende. Und manche dauern eben ganz lang. Und jetzt habe ich hier so für die Nachrichtenlänge, glaube ich, so eine,
so eine Statistik vom Telefonsystem, so eine Verteilung vom Telefonsystem, wie es denn einigermaßen war, so, das ist auch wieder aus den 80er, 90er Jahren. Sie können jetzt sagen, oh, soll doch noch was Moderneres nehmen? Mit dem Moderner, da kommen wir gleich noch hin, da muss ich Sie warnen, da wird es nämlich wesentlich schwieriger. Wesentlich schwieriger. Nehmen wir mal erstmal das hier, um uns warm zu laufen. Da gibt es also das Lambda für die mittlere Ankunftsrate, das μ für die mittlere Länge bzw. mittlere Bearbeitungsdauer. Und naja, wenn man eine Poisson-Verteilung hat, dann kann man ja auch Aussagen machen, wie viele gibt es denn, die kürzer sind und wie viele gibt es denn, die länger sind. Und natürlich gibt es auch ein ganz paar, die in Anführungszeichen unendlich lang sind für unser Modell, also tagelang oder sowas aktiv sind. Aber eben ganz, ganz wenige. Das nähert ja hier das Null an. Die angebotene Last, die berechnet sich jetzt also aus dieser mittleren Ankunftsrate mal der Dauer. Die Einheit dafür ist Erlang, nach einem Dänen namens A.K. Erlang, der das 1918 publiziert hat. Fürs Telefonsystem. Nehmen wir mal an, nehmen wir eine angebotene Last. Wir haben also 100 Benutzer, im Schnitt 3 Anrufe pro Stunde und so ein Anruf dauert im Schnitt 3 Minuten, dann kommen wir auf 15 Erlang. Angebotene Last. So, wenn wir das wissen, dann könnte man natürlich denken, wir basteln also eine Telefonanlage, die pro Stunde, also zu einem beliebigen Zeitpunkt, 3 Anrufe unterstützt. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Stunde 3 Anrufe unterstützt. Das klappt aber nicht. Das ist ein Mittelwert. Es kann ja auch mal sein, dass da 5 Leute oder 6 Leute oder 7 Leute gleichzeitig zum Telefon greifen. Es 5, 6, 7 Verbindungen gleichzeitig geben könnte bei diesen 100 Benutzern. Und manchmal gibt es auch gar keine. Ne? Und was man nicht haben will, ist, oder was man wirklich reduzieren möchte, ist die Blockierwahrscheinlichkeit, dass jemand nicht telefonieren kann, weil die anderen schon reden. Und dann muss man sich überlegen, wie viel Ressource brauche ich, um diese 15 Erlang abzuarbeiten. Ich habe hier in dieser Grafik 10 Erlang angebotene Last mal genommen. Wenn wir 0 Leitungen haben, die wir gleichzeitig schalten können in unserer Vermittlung, dann haben wir das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht telefonieren können, 1,0. Das geht eben einfach nicht. Und wenn man jetzt, das ist interessant, wenn man 4 Leitungen vorsehen, wenn man bei 10 ist ja noch weniger als das hier oben, da könnte man zum Beispiel hier einen Zweier eintragen, dann, wenn wir also 4 Leitungen vorsehen, sind wir immer noch bei einer Blockierwahrscheinlichkeit von 0,6. Eigentlich erstaunlich viel. Das sinkt dann hier auf einen vernünftigen Wert, sagen wir mal, wenn wir 14 Leitungen oder 16 Leitungen vorhalten, für die 100 Leute. Also eigentlich erstaunlich viel Ressource. Wie berechnet man sowas? Wir nehmen mal an, dass die Anzahl Anrufe, also die Call Attempts Poisson verteilt ist, dass die Dauer der Anrufe Poisson verteilt ist, und dann hat der AKR lang eben 1918 gezeigt, dass die Blockierwahrscheinlichkeit A, angebotene Last, N, Serviceeinheiten, also Kassen oder Leitungen, dass die sich nach dieser Formel hier berechnet, beziehungsweise rekursiv, ne, B von AN minus 1, A mal B von AN minus 1 durch N plus A mal B von AN minus 1. Und jetzt muss man ja, das N iterieren, diese Überlegung. Ja. Wir tragen mal ein N ein und gucken, was rauskommt, die Blockierwahrscheinlichkeit, und dann setzen wir das N 1 hoch und noch 1 und noch 1 und irgendwann finden wir einen Wert, der akzeptabel ist. Und dann steht da, wie viel Kosten man hat, in Form von, wie muss die Vermittlungsanlage dimensioniert werden. Übrigens,
wichtige Voraussetzung bei der Geschichte ist, diese Anrufe pro Stunde, die Anrufsversuche, sind Poisson verteilt und unabhängig voneinander. Also es ist nicht so, dass wenn da fünf Leute in einem Büro sitzen, einer greift zum Telefon und noch zwei denken, ach, telefonieren, gute Idee. Uns auch gleich mal machen. Dann klappt das Modell schon nicht mehr. Ja, also sprechen wir mal über Fußballspielen. Ne? Das ist ja genau so, dann, wenn da Pause ist, dann rennen eben alle zum Telefon. Oder sonst wohin. Unabhängig und Poisson verteilt. Und mit dem Herrn Erlang, als die Forschergemeinde, die Telekommunizierer gemerkt haben, dass da gibt es Geld zu sparen, nämlich Telefonanlagen richtig zu dimensionieren, und B, das ist auch theoretisch einfach spaßig und interessant und das kann man ja auch anwenden auf Straßenverkehr, auf Auslastung von Zügen, auf die Wasserwerke, auf die E-Werke, aufs Internet. Und überhaupt macht es Spaß, man kann ein Paper schreiben als Wissenschaftler, das ist auch schon was Gutes. Daraus ist diese Warteschlangentheorie entstanden. Wenn ich das übrigens noch so nebenbei anfügen darf, historisch gesehen, einer der großen Warteschlangentheoretiker, Forscher, war der Leonard Kleinrock in University of Southern California. Und der hat übrigens damals so ein ARPA-Forschungsprojekt gekriegt zum Thema paketvermittelte Daten. Und in dessen Arbeitsgruppe war zum Beispiel der Vinton Cerf und der John Postel. Und da haben sie dann das TCP und das IP entwickelt. Naja, ausgehend von diesem ARPA-Grant. Also, dass das Internet so paketvermittelt ist und so weiter, das hat unter anderem eben auch schon seinen Grund darin, dass die Arbeitsgruppe von dem Leonard Kleinrock eben in der Warteschlangentheorie interessant fand. Ein Router mit so einer Warteschlange, wann die Sachen weiterverarbeitet werden, dieses Bildchen, das werden wir fast nochmal wiedersehen oder so ähnlich nochmal wiedersehen, wenn wir über den Internetrouter sprechen. Also, die ankommenden Nachrichten bei einer Warteschlange, das können Sie auch im Supermarkt beobachten, die kommen in eine Warteschlange und werden dann einzeln abgearbeitet. Jetzt kann man sich überlegen, wie viele Warteschlangen haben wir, wie viele Bedieneinheiten haben wir. Haben wir in einem Supermarkt in Amerika, gibt es das häufig nur eine einzige Warteschlange und dann mehrere Bedieneinheiten. Man steht also am Ende von so einer Warteschlange und fünf Kassen. Und sobald eine frei ist, geht man hin, oder hier in Freiburg auf der Post ist das auch so, ne? Eine Warteschlange und eine Bedieneinheit wird frei. Oder gibt es individuelle Warteschlangen vor jeder Kasse, eine wie bei uns so im Supermarkt. Ne? Also Anzahl Schlangen, Anzahl Verarbeitungseinheiten. Das sind die Parameter da und natürlich die Verteilung von das Dienstedauermodell. Und das Ankunftsmodell. Warteschlangen werden klassifiziert mit solchen Tupeln. Ne? Also zum Beispiel so ein gedächtnisloses Modell, da steckt dann die Poisson-Verteilung dahinter. Hier an dieser ersten Position M für die Ankunftsrate, hier an dieser Position auch ein M für das Dienstedauermodell und dann die Anzahl Server beziehungsweise die Länge der Warteschlange. Ich meine, das Einfachste ist sowas wie MM1 oder MM2 oder 3 oder sowas. Das sind die einfachen Modelle. Jetzt kann man aber auch hier schwierigere Modelle nehmen, zum Beispiel ein deterministisches Modell oder ein Modell, über das man noch weniger weiß. Das Komplexeste ist natürlich, wenn man hier ein Modell hinschreibt, über das man nichts weiß und hier eins hinschreibt und annimmt, man hat also M-Server und K-Warteschlangen.
also M-Bedieneinheiten und K-Warteschlangen, dafür vernünftig das zu simulieren, das ist schwer. Ich meine, sowas hier, beziehungsweise das hier, das kann man ja noch geschlossen aufschreiben. Aber wenn wir komplexere Modelle haben und viele Server und Warteschlangen, da muss man in der Regel simulieren. Man nimmt also mal sein Ankunftsmodell, Paketrate oder sowas ähnliches, sein Dienstedauermodell, wie lange man braucht, um so einen Vorgang abzuarbeiten. Kann ja sein, dass man bei manchen Adressen länger nachdenken muss und bei manchen nicht so lange nachdenken muss, bis man das weiterschicken kann, das Paket. Das gibt dann ja hier eben dann ein entsprechendes Modell, beziehungsweise zumindest irgendwelche Informationen, ein Beispiel oder sowas. Und dann kann man mal sein System simulieren, indem man hier hinten eine Anzahl Server und Warteschlangenlängen oder sowas hinschreibt. Die Warteschlangenlänge, die hat übrigens auch was damit zu tun, wie viele Verluste es gibt. Das kann man selber im Supermarkt sehen. Man lädt ein paar Sachen, 10 oder so ähnlich, in seinen Wagen rein und dann kommt man an die Kasse und da stehen an jeder Kasse 20 Leute. Da dann überlegt man schon mal, ob man nicht einfach den Wagen da lässt, wo er ist und ohne einzukaufen wieder nach Hause geht. Also ich muss zumindest zugeben, dass ich auch schon mal diese Versuchung erlegen bin. Es halt einfach bleiben zu lassen mit dem Einkaufen. Was für den Supermarkt da auf jeden Fall schlecht ist. Also wenn die Warteschlange hier überläuft, das ist eben genau dieser Effekt. Jetzt könnte man sich überlegen, wenn man also so ein gedächtnisloses Modell hat, so eine Poisson-Verteilung oder irgendwelche deterministischen Modelle, dann kann man das ja wirklich vernünftig ausrechnen und dann ist auch gut. Und dann kann man sein System dimensionieren. Jetzt muss man sich aber nochmal ehrlich fragen, ob denn diese zum Beispiel Ankunftsintervalle oder auch die Servicedauer, ob das wirklich Poisson verteilt ist. Und die wichtige Voraussetzung hier ist, dass man eine große Anzahl unabhängiger Benutzer hat. Verkehr ist aber häufig eben genau nicht unabhängig. Oder bei der Servicedauer auch. Ne? Die Ankunftsintervalle, schauen wir mal Video an, wenn das komprimiert wird. Dann gibt es Szenen in dem Video, die lassen sich gut komprimieren, weil sich nicht viel tut. Und dann ist plötzlich ganz viel los im Bild und dann steigt die Anzahl Pakete, die wir übertragen müssen. Klassisches Beispiel ist so ein Ausschnitt aus Star Wars, und zwar genau da, wo der Todesstern explodiert. In dem Augenblick, wo der Todesstern explodiert, ist nämlich, steigt die Datenrate rasant an. Also so, wenn hier 0 ist, ne, die dudelt so vor sich hin und dann geht es hier irgendwie wieder seicht weiter. Das hier ist also, ja, man kann natürlich sagen, wir wissen nichts von dem Video, aber na, so richtig Poisson verteilt ist das ja vielleicht auch nicht. Wenn das mal ganz schnell ansteigt und dann geht es wieder normal weiter. Oder wir werden beim TCP etwas kennenlernen, so ein Lastvermeidungsalgorithmus, den Vegas-Algorithmus, der auf Verstopfung reagiert. Es bieten also viele Last an. Und dann gehen Pakete verloren, vielleicht auch gleich ein paar. Und dann hat man genau den Effekt, dass dann der TCP anfängt zu regeln, die Datenrate erst runterregelt für viele, alle die, für die ein Paket verloren gegangen ist. Und irgendwann denkt er sich, ach, es geht wieder ganz gut, geben wir mal wieder ordentlich Gas. Das ist so dieser Effekt, den wir auch im Stau beobachten können. Ne? Entweder steht man oder man fährt total schnell und muss dann gleich wieder bremsen. Also, es sind eben doch nicht alle Datenströme im Internet zum Beispiel, so wie wir heutzutage rauten, unabhängig voneinander. Oder, naja, wenn es mal gerade wieder ein neues Release von
irgendeinem Stück Software gibt, einen Windows-Patches frische oder ein neuer Internetbrowser oder eine neue Spiele-Demo oder sowas, dann geht natürlich auch gehen natürlich alle zu den Servern hin und wollen das Neueste haben, und dann kann man zumindest nicht mehr von unabhängig sprechen. Oder einen Zeitungsartikel über irgendwas, ne? Ich kann mich erinnern, unsere Internetmodellbahn, die lief immer so schön vor sich hin. Wir hatten 1000 Besucher pro Tag und irgendwann waren wir dann in Amerika im Fernsehen mit der Internetmodellbahn und dann waren es plötzlich 20.000 Besucher pro Tag. Ein paar Tage lang. Jetzt habe ich es geschafft. Ich montiere das Mikrofon gleich mal wieder hin. Sie sagen mir, ob der Ton noch kommt. Gut so? Danke. Auch die Servicedauer, ist die Poisson verteilt? Nö, eigentlich nicht. Wenn wir an Spiele-Demos oder sowas denken. Ne? So und so viele Millionen Leute wollen die Demo haben oder so und so viele 100.000. Und die sind übrigens alle dann gleich lang. Die Demo, die ist ja nicht unterschiedlich lang. Deren Länge ist ja nicht Poisson verteilt. Auch bei der sowas wie Telefonauskunft oder so, eigentlich haben wir keine richtige Poisson-Verteilung, sondern die Telefonauskunft versucht ja genau die Bearbeitungsdauer zu managen. Die wollen sie lang genug in der Leitung halten, um abkassieren zu können, aber nicht zu lange. Also die Telefonauskunft soll eigentlich gar nicht schnell gehen, die soll ja durchaus ein paar Minuten brauchen. Aber sie wollen natürlich auch nicht eine halbe Stunde dafür brauchen. Also sie wird auf eine Zeit gemanagt. Sind auch die Verkehrsquellen unabhängig? In Wirklichkeit nicht, weil Protokolle wieder Abhängigkeiten haben, so Request-Response-Vorgänge. Wenn wir Überlast haben, führt das zu Paketverlust und die müssen natürlich alle wiederholt werden oder wenn wir irgendwelche besonderen Ereignisse haben. Und jetzt kommt der Hammer. Wir haben hier gerne angenommen, das sind die einfachen Modelle, dass wir so eine Poisson-Verteilung haben. Man hat aber eben zum Beispiel bei Videokompression festgestellt, dass das Stromverhalten fraktal ist. Selbstähnlich, ne? So Zackenbereiche, und wenn man dann rein vergrößert, sind die wieder so ähnlich zackig strukturiert. Die Verteilungen in verschiedenen langen Zeiträumen sind ähnlich. Und das ist ja genau eben keine Poisson-Verteilung. Ein berühmtes Paper dazu von dem Willinger, der ist so einer, der sich gut auskennt mit Fraktalen, von 1994, so ein NPEC-Video, hat ein fraktales Lastangebot, eine Verteilung. Und zu demselben Thema gibt es auch noch ein Paper, das damals 1994 die Verkehrstheoretiker ganz schön aus der Kurve geworfen hat. Und zwar haben sie in dem Belcor Forschungszentrum mal über ein paar Jahre lang den Ethernet-Verkehr nur mitgelockt, wie viele Pakete sind und wie groß die sind. Also die angebotene Last in einem lokalen Netzwerk. Das, was sie da gemessen haben, da haben sie solche Verteilungen hier gesehen. Also zum Beispiel hier 100 Sekunden hier unten auf der Achse, ne? Und dann sieht der Verkehr so zackig aus. Wenn man dann das vergrößert hier, ist es hier bei der 10 Sekunden hier unten, dann sieht das Intervall hier so aus, und hier wieder diese Zacken da drin. Wenn man das jetzt hier wieder nimmt und vergrößert, sieht es so aus. Wenn man das nimmt, vergrößert, sieht es so aus. Das ist eigentlich genau das, was man nicht erwarten würde. Ich habe hier noch so eine Seite, da ist nochmal das hier, 0,01 Sekunden auf die Einheit der Achse hier und hier Pakete pro Zeiteinheit. Die Forscher, die das aufgezeichnet haben, da bei Belcor, die haben sich gewundert, die haben sich die Augen gerieben. Und dann sind sie auf dem Kongress gewesen und dann haben sie diesen Vortrag gehört, ich glaube von diesen beiden da, und die haben so über fraktale Verteilung gesprochen
Und dann haben die die Idee gekriegt, na, den fragen wir jetzt mal. Und dann sind sie da hingegangen nach dem Vortrag und haben ihre eigene Verteilung da rausgezogen. Und dann hat er gesagt, ja, ist klar, Fraktal. Das Problem an dem Fraktal ist, dass man da nicht so einfach ein Modell angeben kann. Das heißt, wir haben ja nichts, was den Verkehr hier anständig simuliert, mit so einem Modell hier. Also so ein Ankunftsprozess oder so ein Dienstedauerprozess simuliert. Man hat dann angefangen, ja, ich habe hier das nochmal kurz erläutert, passt also nicht das Poisson-Modell. Jetzt versucht man solche selbstähnlichen Quellen zu approximieren. Da hat man auch ganz gute Ansätze mittlerweile, brauchbare Ansätze. Allerdings sind die meistens rechenintensiv. Also man braucht einen dicken Rechner, um solche ja, fraktalen Modelle zu generieren. Und dann muss man es noch, das ist dann der Input für die Simulation. Es stellt sich also raus, dass das zumindest nicht so einfach ist, zu einer Simulation zu kommen, wie viele Ressourcen man denn braucht, um ein gegebenes System mit bestimmten angebotenen Last zu simulieren. Man kann natürlich nach wie vor, hat man eine mittlere Ankunftsrate und auch eine mittlere Dienstedauer, aber wir haben ja schon an dem einfachen Modell gesehen, dass das durchaus nicht trivial ist, wenn man das hat oder hier die angebotene Last von 10 Erlangen hat, sich ja, die richtige Anzahl Leitungen rauszusuchen. Und das hier ist ja nur basierend auf dem Poisson-Modell. Hier kann man eine Formel angeben. Das kann man eben hier schon nicht. Da kann man nur noch simulieren. Und das macht noch einen Haufen Arbeit. Als nächstes Kapitel, wir haben jetzt hier noch so 18 Minuten, als nächstes Kapitel möchte ich Verbindungstopologie angehen. Wir haben über Verbindungen gesprochen und um das ein bisschen allgemeiner zu formulieren, habe ich hier mal in der ersten Iteration angegeben, das ist die Abstraktion dieser Shannon'schen Kanals. Also vorher steht Quellcodierung, Verschlüsselung, Kanalkodierung und hinten steht der Kanaldecoder, das Entschlüsseln und das Dekodieren. Der Quelldecoder. Und das, was eben dazwischen ist, der Kanal, den sehen wir jetzt mal als Verbindung an und reden ein bisschen drüber. Eigentlich ganz abstrakt formuliert, ist sowas ein Kontext der Informationsübertragung. Das können in gewissen Fällen auch nur Datenstrukturen sein, die das verwalten. Wenn Sie an Kommunikation zwischen Prozessen in einem Rechner denken, da haben wir ja, typischerweise den Speicher als das Medium, über das kommuniziert wird. Aber wir brauchen natürlich irgendwelche Verwaltungseinheiten oder Softwarekonstruktionen, Datenstrukturen, diesen Speicher da, mit dem die beiden kommunizieren, managen. Dass also der eine eine Datenstruktur anlegt im gemeinsamen Speicher und dem anderen einen Pointer auf diese Datenstruktur gibt. Also einen Kontext der Informationsübertragung. Solche Kontexte der Informationsübertragung, die können irgendwie fest installiert sein. Die Klingel an der Haustür und der Gong bei Ihnen im Gang, die haben eine feste Verbindung. Die Leitung ist einfach verdrahtet. Und wenn der da draußen drückt, dann macht es Bing Bong oder Ring Ring Ring. Eine feste Verbindung. Wir können uns aber auch Verbindungen überlegen durch das Netzwerk. Das sind jetzt also hier Vermittlungseinheiten, die statisch geschaltet sind. Also das macht man gerne, wenn man eine Leitung zu, sagen wir mal, eine Firma
hat unterschiedliche Unternehmensstandorte und die wollen ihr Rechnernetz verbinden, die Rechnernetze in den beiden Unternehmensstandorten verbinden und dann mieten sie eine Festleitung an. Die ist also statisch geschaltet, mit einer gewissen Dienstegüte und man muss also hier irgendein Techniker beim Provider hingehen und hier irgendwie ein Kabel mit Steckern stecken oder irgendwie was softwaremäßig einen Terminal konfigurieren und hier und hier und hier und hier und dann gibt es diese Verbindung, die ist quasi fest. Natürlich kann die geändert werden und auch ohne, dass da ein Draht herumgeschraubt werden muss oder dass der Bagger ausrücken muss, aber sie ist zumindest langfristig geschaltet. Dann können wir sowas dynamisch schalten, das ist das klassische Telefonie, ne? Wir tippen irgendeine Rufnummer ein und eine Instanz, die das Verbindungsmanagement erledigt, die sagt dieser Vermittlung und dieser und dieser und dieser, was da von welcher Eingang auf welchen Ausgang geschaltet werden soll und dann können die beiden Roten hier telefonieren. Und dann können wir noch solche virtuellen Verbindungen machen. Da wird eigentlich gar nichts geschaltet und jedes Mal, wenn hier eine Dateneinheit ankommt, wird die so weitervermittelt hier drin in diesen Knoten, dass sie dann irgendwann mal hier ankommt. Das könnte aber auch sein, dass irgendwann mal die Verbindung, so eine Dateneinheit hier lang, hier lang, hier lang geht und dann weiterzugehen. Oder hier, 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 hier. Und die möglichen Pfade können sich selber ausdenken hier in meinem Graphen. Je nachdem, wie man das technisch realisiert, ist dieser Kontext unterschiedlich stark ausgeprägt. Vielleicht nur eine Datenstruktur hier in diesen Knoten drin, oder mindestens braucht man wohl eine Datenstruktur hier am Endgerät in den beiden roten hier drin, irgendeinen Kontext, der das unterhält. Denn ich meine, wenn wir uns überlegen, dass wir hier einen Computer haben und hier einen Computer haben, wenn das hier der Webbrowser läuft und hier der Webserver ist, dann wollen wir natürlich schon, dass wenn wir hier einen GET-Request abschicken, dass der hier beim Webserver-Prozess ankommt und nicht beim Mail-Server oder sowas. Oder als Ping verstanden wird. Also wir wollen schon dafür sorgen, dass wenn hier eine Dateneinheit kommt, dass die hier den richtigen Verbraucher findet. Also irgendwelche Kontexte der Informationsübertragung werden wir schon brauchen. Es gibt Leute, die behaupten, es gibt auch verbindungslose Übertragungsdienste. Ich glaube, man muss diesen Begriff kritisch betrachten. Können wir wirklich ein Ziel ganz ohne Kontext erreichen, indem wir alles hier vorne an das Paket dran schreiben? Und zweitens, können wir das auch noch effizient machen? Ich glaube, eigentlich dieser Begriff verbindungslose Dienste, verbindungsorientierte Dienste, ist was Implementierungsbezogenes, wie ein Dienst wirklich innen drin dann implementiert ist. Und wenn man ihn anders implementiert, dann wird er vielleicht doch verbindungsorientiert erbracht. Also man könnte, wenn Sie sich heutzutage einen IP-Vermittlungen ansehen, die kann man völlig verbindungslos durchaus versuchen zu konstruieren, aber dann sind sie dummerweise nicht besonders effizient und wenn wir uns heute eine moderne Internetvermittlung, einen Router anschauen, dann werden wir feststellen, dass der schon sowas wie Verbindungen kennt. Auch diese Sache mit Multiprotocol Label Switching und so, die die Leute gern betreiben, ist ja eigentlich auch eine Implementierung von etwas, was so tut, als ob es verbindungslos wäre, in Wirklichkeit aber gar nicht verbindungslos ist. Und auch die Endgeräte, die müssen dann irgendwann wieder diese Verbindungslosigkeit wieder in Anführungszeichen bekämpfen. Und das macht zum Beispiel das Port-Konzept. Also ob es wirklich verbindungslose Dienste gibt, die auch real so implementiert sind, da muss man wenigstens drüber diskutieren. Wobei man da vorsichtig sein muss, wo man das macht, wenn man
auf so eine IETF-Tagung geht und über verbindungslose sagt, dass alle Dienste eigentlich in Wirklichkeit verbindungsorientiert sind, dann gibt es da zumindest Gegenwind. Das muss man natürlich auch sagen. Wir werden über diese Technik der verbindungslosen Dienste, in Anführungszeichen, sagen wir mal, konzeptuell verbindungslosen Dienste, durchaus auch noch sprechen. Und was man dann tatsächlich tun muss, damit man die A implementieren kann und B die Unzulänglichkeiten, die dann auftauchen, auch wieder beheben kann. Dann stellt sich raus, dass auch bei den Internetprotokollen, die ja dieses angeblich verbindungslose IP benutzen, dass sie dann am Ende doch wieder sowas wie eine Verbindung da hineinschmuggeln, um sowas wie Dienstgüter erbringen zu können. Aber da müssen wir dann schon noch dran vorbeikommen. Also konzeptuell ist die Idee, das Endgerät schickt ein Paket, da ist das Paket hier, das wird in diesem Knoten angeguckt und in die richtige Richtung weitergeschickt. Das mag dann der hier sein, der guckt sich es auch wieder an und der hier und der hier und der hier. Wenn wir bei jeder SDU, die zu übertragen, auch immer wieder irgendwie jeder Vermittlungsknoten bei jedem Paket sich überlegen, wo es denn weitergeht, wie es weiter geschickt werden soll. Was übrigens auch dazu führen kann, dass es mal woanders lang schicken würde. ATM-Switches machen das übrigens auch so, die werden aber gerne als verbindungsorientiert bezeichnet, weil es immerhin eine Datenstruktur gibt, die das leichter macht, dieses Vermitteln. Oder sagen wir mal effizienter macht, dieses Anschauen. Und auch Router, ne, wenn Sie sich einen halbwegs anständigen Router heutzutage angucken, da werden die Adressen gecached, damit, wenn das hier ankommt, der nicht erst in der großen Tabelle nachsehen muss. Und naja, beim ersten Mal muss er in der großen Tabelle nachsehen, beim zweiten Mal muss er nicht in der großen Tabelle, sondern nur im Cache nachsehen. Warum wollen wir nicht immer in der großen Tabelle nachsehen? Naja, in der Rechnerarchitektur haben wir ja gesehen, dass der Zugriff aufs normale RAM um mindestens eine Größenordnung teurer ist als der Zugriff auf den Cache. Also wird so ein Router natürlich auch gerne cachen. Zumindest diese Entscheidung, wo es denn lang soll. Aber in dem Augenblick, wo es gecached ist, geht es natürlich beim zweiten Mal nicht hier lang und beim dritten Mal auch nicht und beim 27. Mal auch nicht, sondern es geht immer hier lang. Weil die Routing-Entscheidung hier gecached ist. Also eigentlich führen diese Caches auch im heute existierenden Internet sofort zu so einer weichen Verbindung, die so lange lebt, wie die Cache-Einträge leben. Wenn Sie dann irgendwann mal keine Pakete mehr schicken, wird der Router auch nach einer Weile Ihren Cache-Eintrag entsorgen. Einfach überschreiben. Und auch bei der Benutzungssemantik haben wir eigentlich sowas wie einen Bestätigungs- und Quittungsmechanismus. Und wenn man Informationen schickt, will man in der Regel sicherstellen, dass sie auch ankommt, beziehungsweise man will eine Antwort haben. Ja, wenn Sie von der Tante eine Geburtstagskarte kriegen, dann erwartet die eine Antwort. Und wenn Sie die Antwort nicht schicken, dann ruft die Tante bei ihrer Mutter an und fragt, sag mal, hat der die Geburtstagskarte nicht gekriegt? Und naja, gibt es Ärger, ne? Mecker. Das habe ich natürlich auch persönlich ausprobiert, sowas. Ja, den Wecker gekriegt. Briefe sind ja im Prinzip so ein verbindungsloser Dienst. Vorne auf dem Briefumschlag steht ja auch die gesamte Adressierungsinformation des Routing drauf. Aber nichtsdestotrotz erwartet der Betreffende eine Antwort. Und wenn es eine Rechnung ist, dann sowieso. Und wenn man keine Antwort schickt, dann gibt es Mecker oder Mahnung. Also auch bei diesem Dienst gibt es eine Schicht drüber,
die dafür sorgt, dass es doch eine Verbindung wird. Und selbst wenn es Reklame ist, ne, die erwarten natürlich auch eine Antwort. Und häufig steht ja dann auf diesen Angeboten, bei der man nur an der richtigen Stelle ein Kreuzchen machen muss und unterschreiben muss, auch irgendwelche interessanten Nummern drauf, mit der die zuordnen können, wem sie was geschickt haben und so weiter. Und auch bei Spam-Mail gibt es ja sowas. Ne? Aber bei der Mail selber werden wir auch nochmal über dieses Thema sprechen. Wie man solchen, so einen Kontext hinkriegt, auch bei verbindungslosen Sachen so einen Kontext hinkriegt, und wenn man an das Zustandslose vom Web denkt, ein beträchtlicher Teil der Arbeit von einem Webserver, einem modernen, wird darauf verwendet, um so einen persistenten Kontext hinzukriegen. Ne? Browser Fingerprinting, Cookies und all diese Sachen, die sollen ja gerade dafür sorgen, damit dieses eigentlich zustandslose Websurfen doch sowas wie persistente Verbindungen bekommen. Da kommen wir auch noch dran vorbei, wenn wir über sowas wie ein Shopping Cart und so weiter bei Amazon oder sowas sprechen. Das machen Protokolle auf höheren Ebenen, End-zu-End-Beziehungen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie will man eigentlich die Zustände hier in sowas wie dem Netzwerk organisieren, dass es möglichst wenig Arbeit macht, wie man den Trade-off richtig machen, dass man die Vermittlung hier effizient hinkriegt und trotzdem diese Benutzungssemantik, ich will eine Antwort, auch hinbekommt oder eine Verbindung auch hinbekommt. Wer sollte sich darum kümmern, um sowas wie eine Verbindung? Die Spaßvögel, nicht Spaßvögel, aber die Webserver, die lesen ja heutzutage, versuchen ja schon, ihre MAC-Nummer, also die Ethernet-Nummer auszulesen, um sowas wie eine persistente Verbindung hinzukriegen, ne? Browser Footprint. Und da gibt es ja auch so eine Webseite bei der EFF, Electronic Frontier Foundation. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, muss ich nochmal raussuchen. Da können Sie rauskriegen, wie eindeutig Ihr Browser-Footprint ist. Dann ruft man so eine Webseite auf und dann guckt er mal nach, ja, ob er die MAC-Adresse von Ihrem PC auslesen kann. Die IP-Nummer sieht er natürlich sowieso. Und was es für einen Browser ist und was es für ein Betriebssystem ist und welche Fonts Sie installiert haben und welche Plugins Sie in Ihrem Firefox drin haben oder sonst was. Und dann kommen dann so Sachen raus wie, dass es, ich habe das mal ausprobiert, irgendwie 28-Bit-Information da drin steckt. Und damit können Sie natürlich schon ziemlich eindeutig identifiziert werden. Es gibt nicht viele andere Computer, die genauso sind. Also das sind so Bemühungen auf höheren Ebenen, um diese Verbindungslosigkeit dann doch drumherum zu kommen. Und als nächstes, das ist jetzt einfach eine Frage, die wir noch stellen, wie ist es eigentlich mit der Dienstegüte in verbindungslosen Diensten? Ja, Dienstegüte bedeutet ja gerade, dass wir für einen Kommunikationsvorgang Ressourcen allozieren. Aber wenn uns das Netzwerk gar nicht kennt, wie wollen wir dann, und keine Verbindung kennt, wie wollen wir dann für diesen Kommunikationsvorgang, für diese Verbindung, die wir eigentlich haben wollen, Ressourcen allozieren? Das geht ja irgendwie schwierig. Und deshalb mogelt man so eine Identifikation von Paketen rein. Die Leute nennen das dann nicht Verbindung, sondern die nennen das dann Flow, einen Fluss von Informationen durchs Netzwerk. Und jede Vermittlung guckt sich dann das Paket an, macht sozusagen so eine Art Footprint, stellt raus, das ist wieder die Zieladresse und diese Sockets und das noch. Dann wird es wohl zu dem Flow dazugehören. Da muss man sich eigentlich Pakete einzeln anschauen, aber dann gibt es dann eventuell eine Reservierung. Das hier ist der Traffic, bei dem man keine solche Flows kennt. Hier ist der Traffic bunt gemalt, bei dem man Flows identifizieren kann, den man dann woanders langleitet, für den man Dienstegüte erbringen kann. Und es bleibt ein vielleicht dünnerer, schwarzer Rest übrig, hier schwarz gezeichnet, ein dünnerer Rest übrig, für den man keine Dienstegüte erbringt und verhandelt.
Auch sowas wie die Verkehrsklassen vom ATM brauchen natürlich einen Kontext, also Verkehrsklasse konstante Bitrate, Verkehrsklasse variable Bitrate und der Available Bitrate Traffic. Wir werden dann, also wir haben auch schon, wir werden es nochmal diskutieren, Leitungsvermittlungskonzepte anschauen und Paketvermittlungskonzepte anschauen. Am Ende möchte ich nur noch kurz darauf hinweisen, dass das, was man klassisch mit Verbindungen meint, ein Telefonsystem oder sowas, dass das eigentlich etwas ist, was die Leute auch mal Hard State nennen, also die Zustandsinformation des Vermittlungssystems muss explizit gemanagt werden, und verbindungslose Systeme, da wird es nicht explizit gemanagt, sondern ja, sagen wir mal dynamisch angepasst oder implizit gemanagt. Das werden wir dann im Laufe der Vorlesung auch immer noch mal wiedersehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit heute und wann sehen wir uns wieder? Am Mittwoch, ne? Mittwochnachmittag. Tschüss!